Hallo und recht herzlich willkommen zum ersten Video hier auf dem Zweitkanal von mir, auf dem Kanal Janodopoulos. Ich bin's, Jan. Und ja, wir starten heute in eine F1 2017 Karriere. Und zwar starte ich bei dem Team Renault. Ich habe mir das so überlegt, weil ich das irgendwie ganz cool fand, so ein mittelklassiges Team zu nehmen. Und wir werden Hülkenberg quasi ersetzen, den deutschen Fahrer. Und ja, werden hier reinstarten. Ich zeige euch natürlich auch gleich alles mit, was für eine Schwierigkeit und womit wir alles fahren. Eine wichtige Sache kommt, ihr seht das schon, ich nehme das Ganze mit Greenscreen auf, mit der Kameraposition, vielleicht muss ich die gleich nochmal verändern, aber das werden wir gleich sehen. Teilweise wird das Ganze auch geschnitten sein, die Rennen nicht, aber ich will zum Beispiel dieses mit den alten Autos und so zu fahren, das finde ich nicht ganz so spannend. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht ins Video mit reinnehmen. Ihr könnt das gerne mit in die Kommentare reinschreiben. Ja, aber ansonsten werden wir hier eine coole Saison auf jeden Fall haben. So, wir werden auf jeden Fall mit einem kurzen Qualifying das Ganze machen. Einführungsrunde, ja, Schaltgetriebe, ja, Renndistanz 50%, das ist richtig. KI-Fahrerstufe 70, also schwer. Jawohl, das ist schon mal alles richtig eingeschätzt, so wie ich das vorher auch schon hatte. Das ist schon mal gut. Egal, wir werden sie nicht benutzen. Autoschaden komplett, ja, Safety Car an. Regulär, Einführungsrunde, ja. Genau, das hatten wir jetzt gerade schon mit dem Schaltgetriebe. Bremsassistent aus, Antiblockiersystem habe ich noch an. Da bin ich am überlegen, ob ich das noch ausschalte. Ich lasse es jetzt aber erstmal an. Traktionskontrolle, Mittel komplett. Genau, mit den Sachen fahre ich quasi. Das Ganze leider noch im Xbox One Controller am PC. Müssen wir einfach mal schauen. Also, ich will mir da irgendwie noch ein Lenkrad anschaffen, aber es kostet halt so super viel mit Pedale und so weiter. Da schauen wir mal, ob ich das Ganze mal upgrade. Aber wir werden jetzt erstmal damit anfangen und sowieso auch so schon viel Spaß dabei haben, denke ich. So, jetzt müsste das Ganze mit einer Zwischensequenz, glaube ich, beginnen. Jawohl, da ist sie. Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Ja, in Ordnung. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Wiederhören. Dass die immer so widerspenstig sind. Geht gar nicht klar. Naja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag, das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu beenden. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart, erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Ganz genau, das wollen wir machen und ich will doch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Ja. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Also dann, auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück. Genau, wir werden das Qualifying und das Rennen mit reinnehmen. Das Ganze wird aufgeteilt in zwei Folgen. Einmal Qualifying und Anfang des Rennens und dann nochmal Ende des Rennens. Das Training mache ich immer so und diese alten Autos fahren, das mache ich auch außerhalb der Aufnahme. Und ja, innerhalb der Aufnahme haben wir halt diese beiden Sachen plus halt so wichtige Sachen wie das Upgraden vom Auto und so weiter. Das hat sich ja hier in der Karriere weit ausgebaut. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, diese Karriere überhaupt zu machen. Und nicht in der Multiplayer-Karriere weiterzumachen. Sondern hier, weil das einfach noch viel komplexer ist. Und mir das super gefällt. Ich habe einfach auch eine private Karriere angefangen. Und ich habe so gedacht, hey cool, jetzt wo ich diesen Kanal mache, kann ich das hier auch sowieso so weitermachen. So, die Laptop-Einführung. Ich weiß das natürlich jetzt schon so ein bisschen. Ich denke, die meisten von euch auch. Ich bin ja sehr, sehr spät. Fahrzeugmanagement. Genau, hier haben wir halt die verschiedenen Sachen. Man darf von dem Motor und vom Getriebe jeweils vier Sachen in einer Saison benutzen. Und die benutzen sich halt ab. Und dann muss man halt zum nächsten gehen. Und wenn man mehr als diese vier in einer Saison verbraucht, dann bekommt man halt Strafen. Genau. Also das bedeutet, ich übe jetzt Australien und dann gehen wir ins Qualifying. So, nach dem Training geht es hier scheinbar direkt weiter. Hätte ich fast gar nicht mit aufgenommen. Aber okay. Jetzt hört uns. Da bist du ja. Prima. Willkommen in deiner zweiten Heimat.
Jawohl. Wir kriegen Unmengen an Echtzeitdaten aus der Fertigungshalle. Und alles läuft hier durch. Also verbringe ich mehr Zeit mit der Analyse der Berichte und weniger damit, dich ständig suchen zu müssen. Deswegen... Sorry. Sekunde. Ja, Chris hier? Ist es wichtig? Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Tja, ergibt keinen Sinn. Die Simulation noch mal neu starten. Okay. Entschuldige bitte. Gar kein Problem. Was ich sagen wollte, wir haben dir hier einen Arbeitsplatz eingerichtet. Du hast mit deinem Laptop Zugriff aufs Netzwerk, also kannst du den F- und E-Status überprüfen. Und lass uns wissen, wie du die Daten am Rennwochenende und in den Trainingsprogrammen einsetzen willst. Ach ja, und denk daran, Nachrichten aus der Fertigungshalle sind nicht nur gute. Manchmal gehen Tests daneben, so wie gerade eben. Und wir müssen was anderes versuchen, damit wir das hinkriegen. C'est la vie, fürchte ich. Okay, damit werden wir jetzt hier in das, ich sag mal, ja, Einführung zu den Ressourcenpunkten. Die erste Trainingseinheit war jetzt gar nicht so erfolgreich. Dementsprechend geht so nur viele Punkte. Ja. Aber hier sehen wir den F- und E-Baum. Das sind, ja, ich denke mal, viele von euch kennen das auch schon. Die Sachen. Wir schauen mal, wo denn tatsächlich unser Renault gut ist, wo er schlecht ist. Okay. Zum Beispiel hier. Bei Aerodynamik ist er richtig gut. Strapazierfähigkeit sieht man nicht. Zumindest nicht im Vergleich zu den anderen. Und ja, hier. Bei Antrieb und Chassis. Ja, reiht er sich da im unteren Drittel ein, würde ich sagen. Ja, das heißt, ich denke mal, ich gehe vor allen Dingen auf Antrieb am Anfang. Und ein bisschen Strapazierfähigkeit, weil ich glaube, in meinem Fahrstil, weil die Trainings, die kosten ja auch, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da ordentlich was verballern werde und wie man hier auch bei der Chassis, man sieht da ja einfach, unser Team ist da halt wirklich das viertbeste und eigentlich will ich mich auch da oben irgendwie so einordnen, also mein Ziel ist es auf jeden Fall immer irgendwie in die Punkte zu fahren und ja, ich meine Ferrari und Mercedes, da kommt man nicht dran, aber solange ich irgendwie mit Red Bull irgendwie ein bisschen kämpfen kann. Oder Force India. Irgendwie sowas in der Richtung mit Force India oder Red Bull. Solange ich da irgendwie im Kampf mit dem bin, bin ich eigentlich, glaube ich, relativ zufrieden. Das Schwierigste für mich ist, glaube ich, auch immer irgendwie der Start. Der Rennverlauf ist dann irgendwie, man findet sich rein, aber der Start wird halt immer das Schwierige. Vor allen Dingen, wenn man keine Rückblende benutzt, so wie ich das halt machen will. Das kann dann wirklich zu einem Problem werden. Mal schauen, ob wir vielleicht heute schon in der ersten Folge das Safety Car sehen werden. Eigentlich ist es ja, wenn man sowas entwickelt, das ist Entwicklungszeit sofort. Ah, guck mal. Das ist eigentlich ziemlich gut, wenn man das direkt macht. Kostet aber 600. Wir haben 2000. Ja, mache ich es trotzdem. Und dann machen wir das direkt. Wir haben jetzt noch 1000 ungefähr. Wenn wir hier das erste entwickeln. Das ist doch eigentlich auch schon was richtig Vernünftiges, wenn man das macht. Kosten 500. Kann man jetzt noch was machen? Das hier kostet 800. Das will ich jetzt noch nicht, auch wenn es nur 300 kostet. Das nächste hier ist auch noch gar nicht verfügbar. Ich würde sagen, da sparen wir jetzt erstmal. Hier sehen wir auch unser F- und E-Rang. Hier sehen wir uns auch in der Gesamttabelle und wir sind halt hinter Williams und deutlich hinter, oder relativ deutlich hinter Force India und Red Bull. Aber ich denke, dass ich,
Ja, wie gesagt, ich habe vor, einfach mit den beiden Teams da oben mitzukämpfen. Und mal schauen, ob das auch klappen wird. Rat mal, wer heute in den Klatschblättern steht. Jeder scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Regen. Oh nein. So, jetzt geht's gleich das erste Mal für uns auch in diesem Video auf die Strecke und es pisst und zwar richtig hart. So, Voicemail, ja. Wir werden natürlich, so wie eigentlich immer am Anfang. Wie hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende? Ja, Palmer, in dem Fall halt unseren Teamkollegen halt, ne, werden wir als Rivale haben und so, wir gehen zum Qualifying. Mann, okay. Regen war natürlich im Training nicht, sondern da war super Wetter. Aber das Training war auch irgendwie nicht ganz. Willkommen Oh in mein Melbourne. Gott, Das das muss Qualifying für man den großen überspringen. Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Mit dem heutigen Wetter, Stefan, können wir alles, was wir in den letzten Tagen gelernt haben, wohl gelinde gesagt aus dem Fenster werfen. Ganz Wer hat genau. deiner Meinung nach die größten Vorteile auf dieser rutschigen und sehr schwer einzuschätzenden Strecke? Traditionellerweise sind das die Bedingungen für Adrian Newey. Die Taktik der Red Bulls, durch die extreme Neigung des Autos hohen Anpressdruck zu erzeugen, ist für nasse Verhältnisse perfekt und hat ihnen in den letzten Jahren nicht selten dabei geholfen, die schwächere Motorleistung auszugleichen. Außerdem vielleicht Force India, die sind bei wechselhaften Bedingungen immer ziemlich unberechenbar und natürlich die McLaren mit ihrem guten Chassis. Trotzdem, ich möchte mich hier wirklich nicht festlegen. Mehr noch als Leistung wird wohl richtiges Timing der entscheidende Faktor sein. Der Nässegrad der Strecke wird dauerhaft wechseln und diejenigen, die das perfekte Zeitfenster bei möglichst trockener Da Strecke sind finden, wir. werden da draußen einen großen Vorteil haben. Tja, ich habe auch ein Auto auf dem T-Shirt, was man auch gar nicht sieht. Wobei, man sieht das ausgekittet, nämlich das ist grün. Ein VW. Aber wir fahren hier jetzt mit einem Renault. Oh, Mann, das kann ich. Das. Das Rennwetter würde ich gerne auch sehen. Da ist nämlich nichts an Regen. Das ist schon mal gut. Nass mit starkem Regen In etwa und 10 das Minuten ist. sollte das Wetter auf leichten Regen umschlagen. Ja, gut. 10 Minuten, das bringt mir nichts. Tja. Ich lasse meine Autoeinstellungen dann so. Und ich sage, wobei, einmal nehmen wir doch mal, schauen wir mal beim Setup rein. Ich lasse es jetzt bei Regen so. Hier seht ihr schon 3%, hier auch 3% durch das Training. Alleine wirklich so ein paar Runden Training. Für die derzeitigen Bedingungen würde ich dir einen Satz Regenreifen empfehlen. 3,9 Runden will ich ein bisschen höher. Ich will das, ich mache das auf, ja, 5 Runden. Weil ja, mal schauen, wie das jetzt im Qualifying läuft. Ja, weiß ich. Ne, wir machen auf jeden Fall, wir fahren direkt raus, nicht fliegende Runde, weil, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal schauen, wie ist das hier im Regen? Wie fühlt sich die Strecke an? Die Strecke ist nass. Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst. Ganz genau, das würde ich jetzt machen. Ein Gefühl entwickeln. Das heißt, ohne DRS. Ich werde hier jetzt auch erstmal auf Mager fahren. Den ersten Teil der Strecke. Bis wir dann wirklich richtig beschleunigen. Wenn wir nicht das ganze Benzin verbrauchen. Auch wenn wir jetzt natürlich relativ schwer sind. Wisst, die Reifen sind zu heiß. Ja, was waren die denn gerade, dass sie stark gebremst? Das kann eigentlich nicht sein. Oh Mann, okay. Also das heißt, schwierige Bedingungen direkt am Anfang. Das einzige Gute ist, naja, Australien, ich denke mal. Australien ist so die Strecke, die jeder am besten kennt eigentlich. Also zumindest ist es bei mir so, weil es halt eigentlich schon seit Jahren gefühlt immer
die erste Strecke in der Saison ist und die fährt man natürlich dann dementsprechend auch irgendwie selber am häufigsten. Ist zumindest bei mir so. So, jetzt stellen wir schon mal Benzin richtig ein und wollen gleich mal... Boah, scheiße. Eine Runde fahren, die zumindest zählt. Ob das schon eine gute Runde, Alter, sein wird. Wahrscheinlich so, wie wir langsam hier rauskommen, dann dementsprechend noch nicht. Aber Ziel ist, wie gesagt, mindestens 10. Man bekommt ja sowieso neue Reifen komplett. Also das ist dann dementsprechend auch komplett egal. Weil jeder sowieso ganz neu auswählen darf. Und ja, deswegen, je weiter vorne, desto besser. Und deswegen ist auch der 10. Platz vollkommen okay. War ich zu schnell auf dem Gas? Oder zu viel? Stroll da die erste gezeitete Runde. Aber schon mal einen angeblich guten Sektor, der war auf jeden Fall noch nicht gut. Die anderen waren einfach, ja, nur nicht besser bis jetzt. Man sieht, jeder fährt hier eine gute Runde nach der anderen quasi. Die Strecke wird natürlich auch besser. Vor allen Dingen wahrscheinlich ganz am Ende, wo nochmal so für eine Minute ungefähr leichter Regen ist. Aber da wird man auch noch Wetz fahren müssen. Das hat zum Glück nicht abgekürzt. Und wir werden wahrscheinlich gleich auf Platz 1 stehen, aber wie gesagt, das ist erst der erste Versuch. Ich werde auf jeden Fall direkt danach noch eine Stellerunde nachsetzen. Ah, da ist irgendein Force India, glaube ich, vor mir, der jetzt hier noch außer Distanz ist, aber der könnte gleich in der nächsten Runde vielleicht schon nerven. Sergio Perez ist das da. Hat direkt eine gute Runde gemacht und ich habe jetzt gar nicht auf die Rundenzeiten von den anderen geachtet, aber 1,40. Im Training war meine beste Zeit 1,29, glaube ich. Okay, das können wir schon mal vergessen. Gut, dann ab in die Box. Das machen wir auch mal so, um das zu verschnellern. Ich hoffe, das findet ihr nicht schlimm, wenn wir das so machen. Aber, ja, kennen die Strecke, ja? Also, Vettel hat da auf jeden Fall schon mal was Besseres im ersten Sektor gemacht. Der erste Sektor war aber auch, glaube ich, ja, der schlechteste, finde ich, von mir. Der ist jetzt aber auch wieder in der Inlap, okay. Aber richtig, richtig viele sind in der Box gerade. Und viele vor allem haben einfach auch noch gar nicht eine Runde gesetzt. Und teilweise sind die auch noch in der Box, die noch gar keine Runde gesetzt haben. Alles klar, weißt du Bescheid. Ansonsten, zweiter Sektor, dritter Sektor ist mein bester. Der zweite Sektor... Oh, warte, aber nee, der zweite Sektor ist auch verdammt viel besser, sogar noch viel besser. Der zweite Sektor, da hole ich scheinbar richtig viel Zeit raus. Im ersten Sektor nur ein Ticken langsamer als Sebastian Vettel. Aber wie gesagt, das ist alles noch die erste Runde von allen. Und es ist, oh, 3 Minuten. Okay, warte mal, da müssen wir erst nochmal ins Setup gehen. Das Benzin runterstellen. Auf 3,4. Und dann machen wir jetzt nochmal eine Rundenzeit. Wie gesagt, die dürfte jetzt eigentlich auch schon viel besser machen sein die Strecke. Oh, ich habe ja fliegende Runde jetzt ausgewählt. Ich wollte auf jeden Fall... Ja, okay, habe ich. Gut, dann. Oh nein. Okay, da warte ich jetzt nochmal ein bisschen. Die lasse ich noch mal vor. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Okay, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall Gas geben. Oh, Kürz, bitte, verpiss dich.
Scheiße, aber direkt hinter mir ist auch einer. Das ist natürlich richtig ungünstig jetzt. Egal. Jetzt. Wir haben nur noch diese eine Chance. Qualifying endet nämlich in 30 Sekunden. Es gibt nur noch diese eine Chance. Jetzt für alle, um mich zu überholen. Oder halt auch für mich, um eine bessere Zeit zu setzen. Das wäre natürlich perfekt. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen. Jeder hat ungefähr erst eine Runde gemacht. Ah, nein. Ich bleibe aber auf dem Gas. Oh Gott, okay, ne, das kann ich vergessen. Nee, das... Da bin ich raus. Ah, Mist. Okay, das kann ich dann schon mal vergessen. Dann ist jetzt aber auch schon direkt Ende mit dem Qualifying. Das wäre natürlich der Shit. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können... Zweiter Platz, Lewis Hamilton hat es noch geschafft und zwar, naja, nicht deutlich, aber... Ein Renault und Sebastian Vettel. Für heute war es das, wir sehen uns morgen wieder... 133... Millisekunden? Ein Zehntel quasi, oder? Nee, ja. Sebastian Vettel ist auch nochmal näher dran gekommen. Oder? Naja, auf jeden Fall Platz 2 ist... Super. Also, Regen hat uns scheinbar gut getan. Weil im Training war ich immer ungefähr... Naja, mit der 1,29, womit ich eigentlich schon relativ zufrieden war. War ich immer so Sechster. Sechster, siebter Platz irgendwie so. Glaube ich, im Training. Das kommt hin. Und jetzt, zweiter Platz. Ich denke, den können wir nicht halten. Leider. Ich mag es ja nicht, wenn man sich vom Qualifying im Rennen verschlechtert. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich den zweiten Platz halten kann. Aber das macht den Start. Da habe ich ja gesagt, da habe ich eigentlich total Probleme beim Start. Da unfallfrei immer rauszukommen. Das macht die Sache natürlich leichter. Und wenn ich mich dann nicht zu viel überholen lasse... Ist es ja auch schon mal nicht schlecht. So, warum man auch immer... Da hat man früher eigentlich für den schnellsten Sektor... Hat man eigentlich auch Punkte bekommen. Aber anscheinend muss man jetzt für alle... Irgendwie den schnellsten Sektor oder so haben. Das ist irgendwie... Das ist komisch irgendwie, keine Ahnung. Aber... Ja, das bringt uns auf jeden Fall schon mal im Team weiter. Dieses Qualifying. Und ist generell wirklich sehr, sehr gut. Mal schauen, was das Team jetzt will. Ja. Glück wünschen. Mach's gut. Glück könnte ich gebrauchen. Beende das Rennen als 8. Platz oder höher. Meisterschaftsziel ist 11. Platz oder höher. Da will ich eigentlich mehr erreichen. Weil das wäre ja, ja, 11. Das würde ja bedeuten, dass wir nicht mal in der ersten Hälfte sind. Und ich will eigentlich auf jeden Fall zum ersten Drittel eigentlich gehören. Ich weiß, unser Wagen gehört eigentlich nicht, oder unser Wagen ist relativ gesehen nicht ganz da oben angesiedelt, aber ich finde, Nico Hülkenberg hat auch ein echt, fährt er echt ziemlich gut und den wollen wir auch ersetzen und ja, wir gehen jetzt zum Rennen. Noch haben wir eigentlich einen super neuen Motor, ein super neues Getriebe, super neu alles in dieser Saison. Ach Mann, ich drücke das immer zu spät weg. YouTube sperrt wegen diesem Scheiß immer die Videos. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen. Okay, Startaufstellung. Da schauen wir nochmal rein. Gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht ein Renault. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Also Raikkonen, Max Verstappen und Ricardo. Ocon, Perez, Sainz Junior und Fernando Alonso. Grosjean, Palmer, Danny Quert und Stroll. Bottas, Massa, Kevin Magnussen und Verstappen. Wow, was Bottas ist nur? Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, Alter, okay. Also das heißt, von hinten kommt ein Bottas, der irgendwann vielleicht sogar im Rennen Probleme machen kann. Und wo Palmer jetzt gerade war, habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber genau, also ich bin auf Lila, bin ich tatsächlich nicht gut zurechtgekommen. Aber ich finde das gar nicht... Wir müssen aber irgendwie weit wegkommen, das ist das Problem. Deswegen, ich würde lieber... Ja, ich muss eigentlich auf Rot starten.
Strategie bearbeiten. Rot, Pensum 2, gelb. Aber das muss natürlich dann schon früher kommen. So. 13, ja, ich denke, das werden wir schaffen. Ja. Ja, das, so will ich das machen mit einer Einstopp-Strategie. Dank des Regens. Ansonsten hätte man wahrscheinlich, ja, mindestens zwei Stopp machen müssen. Aber so geht das theoretisch. Und mit Rot starten ist... Ich gehe mal davon aus, dass es wirklich gut ist. So, wir fahren 29 Runden. Und ich packe Benzin ein für 29,5 Runden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Renault verbraucht relativ viel. Das hatte ich zumindest beim letzten Mal, als ich hier gefahren bin. Da hatte ich von Start an irgendwie mit der richtigen Einstellung trotzdem ein hohes Minus, irgendwie von einer Runde. Aber das war wahrscheinlich, hoffe ich doch, einfach nur ein Bug. Ja, das heißt, ja genau, wir wollen nicht stehen bleiben. Oh, scheiße. Aber, ja. Als Zweiter zu starten ist schon mal ganz angenehm. Da haben wir nur einen vor uns. Wenn wir jetzt nicht viel, viel langsamer starten, weil die... Wobei, Hamilton, Gelbreifen, Vettel auch mit Rot. Also gegen die Ferraris wird schwer, aber gegen die Red Bulls kann ich mich vielleicht irgendwie durchsetzen. Das habe ich zumindest schon, ja, in einem anderen Rennen auf Australien mit diesem Wagen auf der gleichen Schwierigkeit geschafft, mich ganz knapp gegen die Renaults durchzusetzen. Da hatte ich zwar auch ein bisschen Glück, ja, aber ich habe es geschafft und das ist das, was zählt. Und ich hoffe, ich kann das heute so wiederholen. Es wird schwer. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Mal einen Blick zum Check machen. Und ja, ich weiß gar nicht, hilft uns ein Safety Car? Eigentlich nicht. Kommt drauf an, wie der Start natürlich läuft, aber jetzt von der Position, wenn wir jetzt als Zweiter auch nach dem Start quasi weiterkommen. Oder ich bin ja eigentlich immer so einer, der bremst extrem spät beim Start. Und dementsprechend könnte man sogar Hamilton mit, weil er schlechte Reifen hat, sogar mit ein bisschen Glück in der ersten Kurve, weil wir starten, glaube ich, innen und er außen. Vielleicht kann man den sogar überholen. Und dann hat man erstmal einen Puffer. Klar hat man einen super starken Hamilton dann hinter sich. Aber vielleicht hat man auch einen einfach, der Vettel und Raikön auffällt. Ja, wird schwer. Das werden wir gleich in ein paar Sekunden auf jeden Fall wissen. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Ich bereite mich vor, jawohl. Übrigens, falls ihr Tipps habt, natürlich immer gerne reinschreiben. So, Kuppeln. Drehzahl. Und ja, ein guter Start, ein richtig guter Start. Und sehr spät gebremst, aber wir sind Platz 1. Und gut durch die erste Kurve gekommen. Oh, was? Wir starten auf Fett. Na doch, kann man eigentlich machen. Aber gut, dass ich das direkt nachgeschaut habe. Ansonsten wäre Jan ein Stück weit leichter nach den ersten paar Runden schon. Aber die erste Runde können wir gerne auf Fett fahren, damit wir... Vielleicht fahren wir das wirklich sogar Abstand bei raus. Wäre ganz schön. Also das war ein super Start. Das war ein richtig, richtig super Start. Ja, alle Befürchtungen, die ich hatte, dass ich einen Crash baue, sind wirklich durch dieses Qualifying einfach auch schon weggegangen. Und das ist natürlich jetzt mehr als irgendwie nur gut. So, Standard. Was? Wieso sind wir denn da schon bei 4%? Ah, okay, ja, da ist Hamilton natürlich direkt dran. Also, das heißt jetzt, wie ist die Strategie? Wir
machen ja quasi automatisch, ich gehe mal davon aus, dass Hamilton wird wahrscheinlich auch auf Gelb wechseln. Das bedeutet, da wir auf, wird auf Rot wechseln. Da wir auf Rot starten und auf Gelb wechseln werden, machen wir ja quasi automatisch eine Art Undercut. Und das, obwohl wir jetzt gerade vor ihm sind. Ja. Aber die Strategie ist, ich lasse mich erst überholen. Oh Gott, wenn es nicht anders geht. Ich will natürlich nicht aufhalten, das ist ganz klar. Weil er fährt eigentlich ja um was ganz anderes, als ich fahre. Aber da wir jetzt schon mal durch das Qualifying in eine so gute Situation geraten sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn hier? Will ich das natürlich nicht einfach wegschmeißen, nur weil er ein bisschen näher rankommt. Sondern, solange ich hier ein gutes Fahrzeug habe, noch im ersten Rennen vor allem, und ich nicht ganz verkehrt fahre, oh, da kommt er jetzt aber schon, da kommt er jetzt aber schon. Rechts, er zieht an, aber geht noch nicht vorbei. Oh, shit. Gut, das war dann schon mal direkt in der zweiten Runde der erste Überholversuch. Und jetzt, nein. Jetzt hat er mich wahrscheinlich, oder? Der S ist noch nicht aktiviert, deswegen... Oh, Vettel, alle sind da. Also das heißt... Ja, okay, da seht ihr es, ja. Also, ich kann mit den Rundenzeiten schon mal... Oh, dass das nicht abgekürzt ist. Ich setze mich auf jeden Fall schon mal ordentlich unter Druck. Und ich sehe schon, wie ich die blockiere. Die NPCs sind wahrscheinlich einfach nur zu nett, dass sie noch nicht vorbeigezogen sind. Oder vielleicht fahre ich so chaotisch, dass sie sich nicht trauen. Eins von beiden wird es sein. Auf jeden Fall staut sich das da ziemlich. Aber wir haben den lilanen Sektor da wieder gefahren. Aber wer weiß, vielleicht haben die ihn auch direkt wieder abgelöst. Ah, Mann, immer dieser Randstein da. Ihr hört wahrscheinlich meinen Controller. Das ist wieder der Anschlag, aber viele sagen ja, das ist ja ein, hier ein Controller, man muss nicht immer vorlenken. Ja, aber der Raum zwischen nicht vorlenken und vorlenken ist halt minimal und das ist definitiv leichter, das so zu machen. Ach du heilige Scheiße. Also irgendwie lassen die da hinten so einen zu mir so eine Art Sicherheitsabstand. Aber man sieht halt schon trotzdem, auch wenn die sich dahinter stauen, fährt halt zum Beispiel so einen Federplatz, Kimi Räikkönen, die schnellste Runde. Weil die sind da hinten alle, die drei, sind alle richtig nah hintereinander, Hamilton, Vettel und Räikkönen. Aber zu mir ist dann irgendwie doch nochmal eine ganz kleine Lücke. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Es gibt ja dieses Dirty Air. Das heißt, dass man nicht zu lange halt eigentlich hinter einem herfahren sollte, weil man dann den Grip verliert. Diesen Luftverwirbelungen, die man halt hinter dem Auto hat. Natürlich, im Windschatten fahren ist toll. Aber im Endeffekt wird der Motor dadurch auch schnell heiß und wie gesagt, man kann den Grip verlieren. Und das scheint das zu sein, was Hamilton jetzt gerade macht. Weswegen Vettel und Räikkönen so dicht hintereinander fahren wollen, weiß ich nicht. Aber Vettel ist wirklich Stoßstange an Stoßstange quasi an Hamilton dran. Aber Hamilton lässt irgendwie Vettel nicht vorbei. Aber nach der zweiten Runde macht er jetzt auch keinen erneuten Angriffsversuch. Aber DRS ist jetzt freigegeben und er kommt auch näher ran. Aber ich fahre scheinbar immerhin noch ein bisschen gut genug. Ah.
um ihn irgendwie ein bisschen aufzuhalten. Aber vielleicht komme ich auch, wo ich das jetzt gerade mal so anmerke, dass ich da so wegrutsche und die Reifen sehe, würde ich fast schon sagen, dass wir vielleicht sogar gar keine Einstoppstrategie schaffen. Wir haben jetzt schon 22% von links. Das könnte... Naja. Wobei, wir sind jetzt... Naja, wir sind in der 15. Runde. In der 13. Runde sollen wir wechseln. Oh Gott. Nach 10 Runden haben wir dann ungefähr 48%. Das wäre dann auf jeden Fall schon mal so eine Sache, wo man wechseln könnte. Aber das ist halt, wie gesagt, nur von links. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Vielleicht macht er jetzt wieder einen Angriff. Ja, macht er. Oh, jetzt ist er vorbei. Aber wer bremst? Ja, okay. Ja, keine Chance. Der muss ja irgendwann vorbeikommen. Aber für mich war einfach nur, ich wollte Vettel nicht direkt mit überholen lassen. Aber DRS habe ich jetzt auch. Aber natürlich mit meinem Renault. Ja, guck, ich habe DRS, Hamilton nicht. Und er zieht mir trotzdem weg. Das war... Oh nein. Oh nein. Das ist dieses, die NPCs bremsen einfach früher. Deswegen, das ist halt eigentlich auch so... Das Einzige, weswegen ich in irgendeiner Weise mithalten kann mit diesen schnellen Autos, weil ich halt wirklich spät bremse, was aber eigentlich auch einmal an der Schwierigkeit bremsen die Gegner früher, aber halt auch, weil ich das Anti-Blockiersystem ABS noch anhab. Deswegen kann ich auch ein bisschen später bremsen. Ansonsten könnte ich auch auf dieser Schwierigkeit nicht spielen, glaube ich. Das ist so eine Sache, die müsste ich eigentlich noch trainieren, um das mal im Verlauf der Saison irgendwie auszuschalten. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall, wenn ich mir irgendwie ein Lenkrad kaufe oder so, dann ist das so eine Sache, dann schalte ich das auf jeden Fall aus, weil ich würde ja sowieso nur ein Lenkrad mit Pedalen kaufen und dann kann, würde ich sagen, okay, dann macht man das aus. Boah, Vettel und Raikön jetzt, wie gesagt, die, den scheint Dirty Air überhaupt nicht zu jucken. Die sind... Oh, what the fuck. Da Hamilton jetzt schon aus dem DRS-Sektor locker easy, wie ihr das seht, rausgefahren. Der war halt wirklich so... Er wollte nicht zu dicht an mich ranfahren, sondern irgendwie mit Geduld überholen. Und das hat er irgendwann gemacht und jetzt fährt er davon. Und ich halte Vettel und Raikön auf. Das war ein guter Plan, den Hamilton da macht. Und ja... Aber wie gesagt, mein Ziel ist eigentlich, ich glaube nicht, dass ich spätestens nach dem Boxenstopp, da wir nicht zeitgleich den Boxenstopp machen werden, würde es so sein, dass ich Vettel und Raikön nicht aufhalten kann und die in der Zeit, wo ich drin bin und die noch draußen oder andersrum, irgendwann sind wir nicht zeitgleich auf der Strecke und dann fahren sie die viel, viel besseren Rundenzeiten von vielleicht sogar wirklich eine Sekunde schneller und das reicht dann, um wirklich nur durch einen Boxenstopp wirklich weg zu sein. Und Ziel ist dann für mich Platz 4, würde ich sagen. Die Red Bulls, sehe ich es hier, haben ein bisschen Abstand. Wobei, einer klebt auch direkt noch an Raikön dran. Will ich jetzt aber gar nicht so direkt nach hinten schauen, wer das direkt ist. Ich gehe mal von aus, dass es einfach ein Red Bull ist. Verstappen oder Ricciardo. Ich glaube, Verstappen war weiter vorne, aber das kann... Oh, scheiße. Da überholt er außen. Tja, damit ist Vettel auch vorbei. Ricciardo. Raikön habe ich hier jetzt natürlich erstmal noch ein bisschen noch aufgehalten. Siebte Runde. Naja, nach 7 Runden... Wir sind ja auf Platz 2 gestartet und haben jetzt quasi unseren ersten Platz damit an Vettel abgegeben. Das ist okay. Vettel darf sich auch gerne Platz 1 holen. Ich bin auch ein echt selber Vettel-Fan. Der darf sich gerne wirklich Platz 1 holen. Definitiv besser als Hamilton. Also natürlich nicht in echt. Also der ist nicht in echt besser oder so weiter. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich fände es besser, wenn er oben auf Platz 1 wäre.